Nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Was ist in diesem Haus passiert? Das Kinderzimmer. Komplett eingerichtet. Ich habe in den letzten Jahren sicherlich schon einiges gesehen. Häuser, die verlassen sind, voll mit der gesamten Einrichtung, meistens nachdem ältere Herrschaften gestorben sind. Aber dieses Haus ist, wie ihr vielleicht jetzt schon sehen könnt, in jeder Hinsicht anders. Zunächst geht es für uns raus aufs Land, in ein winziges Dorf. Dort, wo jeder jeden kennt und wir gleich auffällig sind. Und schon gibt es das erste Problem. Nachbarn. Ein Haus links und gegenüber ein Bauernhof. Auf dem Bauernhof herrscht reger Betrieb. Von hier aus war es uns keinesfalls möglich, ungesehen zum Haus zu gelangen. So blieb uns nur noch eine Möglichkeit, nämlich über das Grundstück des anderen Nachbarn, der nicht zu Hause zu sein scheint, durch dessen Garten irgendwie durch die Hecke zu gelangen. Schön, dass ihr wieder da seid beim neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt ein ganz krasses Wohnhaus. Ich benutze diesen Ausdruck selten, aber das ist wirklich ein. Verspricht wirklich ein besonderes Video zu werden. Viel Spaß! Es ist sehr zugewachsen. Da ist es. Schaut euch das mal an. Die Garage. Da bekommt man mal so einen gewissen, ein bisschen Eindruck davon, wie lange da schon verlassen sein muss. Die Fenster sind absolut grün bereits und es gibt große Schäden schon an den Wänden. Das Ganze wölbt sich hier schon nach außen. Und hier ist die Tür. Da bin ich ja mal gespannt. So, nun sind wir drinnen. Leute, ich habe so etwas noch nicht gesehen. Wo fange ich denn da mal an? Am besten gleich wie immer an Ort und Stelle. Hier haben wir anscheinend einen Arbeitsplatz mit einem PC, der tatsächlich auch noch vorhanden ist. Ein ziemlich alter Monitor mit einer ziemlich alten Webcam. Es sind irgendwelche Dokumente in Ablagen. Das hier scheint irgendwie Musik zu sein oder so etwas. Repeat to end of music. Ja, und dann das hier. Eine Orgel. Eine Orgel ohne irgendwelche Schäden oder irgendwas. Und hier haben wir auch gleich nochmal so ein grünes Fenster. Wie lange steht das denn bitte schön unberührt schon hier? Naja, auf jeden Fall passt die Orgel zu den Musiktexten, die wir da gerade gesehen haben. Ist einfach Wahnsinn, dieser Verfall. Das müssen wahrscheinlich Kunstblumen sein oder so etwas. Hier ist irgendwas zum Ausschneiden von Papier oder so etwas. Und jetzt kommen wir zum richtigen Hammer, wie ich finde. Die Küche. Also, ich denke mal, ich fasse das Ganze mal mit folgenden Attributen schon mal vorher zusammen. Komplett eingerichtet, komplett unberührt und so ziemlich zerfallen. Guckt es euch an. Hier ist der Verfall von draußen auf jeden Fall reingekommen. Also, wenn man das so sagen möchte. Hier sind Spinnweben ohne Ende. Der gesamte Bereich des Fensters ist voll mit Spinnweben eingedeckt. Wasser? Nee. Und auch der Strom ist abgestellt. Das ist wirklich ausgesprochen bemerkenswert. Wirklich. Ich zeige euch hier gerade die Schrankwand auf der gegenüberliegenden Seite. Und ja, hier den Küchentisch. Hier ist ein Kühlschrank. Den heben wir uns auf bis zuletzt. Ich habe eine unschöne Vermutung, was da drin sein wird. Leute, was sagt ihr? Das Ganze wirkt tatsächlich wie fluchtartig verlassen. Es ist alles noch gedeckt, der Tisch ist noch gedeckt, hier ist kein Vandalismus drin. Es ist vielleicht einmal durchgegangen worden und man hat geguckt, ob hier irgendwas Wertvolles oder sowas drin ist. Aber ansonsten ist das Ding vollkommen unberührt. Was ist hier passiert? Wie kann man ein Haus so zurücklassen? Und vor allen Dingen, es ist ja kein altes Haus. Also, beziehungsweise, es haben hier wahrscheinlich keine alten Menschen gelebt. Zumindest würde ich das so einschätzen. Ich meine, schaut mal hier. Kinderspielzeug. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist vielleicht sind die Enkel von den sehr alten Großeltern, die dann hier drin gelebt haben.
Aber das in Verbindung mit dem Computer und der Orgel, das macht es irgendwie ganz besonders. Ben ist gerade im Nebenraum am Filmen. Ich denke, wir schauen uns am besten einfach mal oben die Räume an. Wow! Was sind denn das für Figuren? Hier haben sich unglaublich viele Spinnen ausgebreitet. Der gesamte Raum oder der gesamte Gang ist quasi bis auf diese Höhe hier oben voll mit Spinnweben. Und so auch genauso diese schönen Figuren. Der Boden hier ist voll. Voll mit Klamotten. Mit getragener Kleidung. Schauen wir uns das nächste Zimmer an. Aha. Ein sehr kleines Zimmer. Könnte ein Kinderzimmer sein. Also dieser Plüschtiger zusammen mit dem Häuschen und diesem Füllfederhalter ist eine Sache. Genauso auch wie ja, diese Window-Color-Geschichten. Aber dann hier unten, ja, Fernseh- oder Musikzimmer oder irgendwas. Wobei, für ein richtig regelrechtes Kinderzimmer oder sowas ist das ein bisschen klein. Vielleicht hat man einfach versucht, einen Raum irgendwie sinnvoll zu nutzen, der war sonst zu klein ist. Und jetzt bewundere ich gerade diese alte Stereoanlage. Richtig alt. Und hier unten auch noch mit Platten und so weiter und so fort. So, und jetzt wird's interessant. Hier hängt ein Kalender. Aber von welchem Jahr ist der? Ihr müsst euch jetzt vorstellen, hier ist alles voller Spinnen. Ich greife aber mal hier rein, weil ich meine, dass da ein Datum draufstehen muss. Ah. 2006. Leute, das wären dann gut 14 Jahre vielleicht, wo hier noch jemand drin gewohnt hat. Ein Kind offensichtlich, klar. Also wer würde sich sonst die Wendy da hinstellen? Und da fragt man sich wirklich, was ist nicht im Ernst? Nicht im Ernst. Was ist in diesem Haus passiert? Das Kinderzimmer. Komplett eingerichtet. Also jetzt mal allen Ernstes. Leute, guckt euch das an. Ein kleiner Schreibtisch, voll mit so kleinen Dingen, irgendwie so ein kleines Lichtspiel. Da hinten sehe ich schon Fotos von Kindern. Und dazu die üblichen Verdächtigen, die man im Kinderzimmer findet. Irgendwie eine Spardose. Da sind irgendwelche Schreibstifte und Maler und Filzer. Und dann das hier. Also ich muss euch nochmal abstellen und mir fehlen einfach die Worte. Was ist hier passiert? Ich frage mich diese Frage immer wieder. Und vor allen Dingen, was ist mit dem Kind passiert? Und vermisst es sein Kuscheltier nicht? Es muss irgendetwas Krasses vorgefallen sein. Von jetzt auf gleich zu gehen, die ganze Kleidung zurückzulassen, das hier zurückzulassen und die Fotos, also ich kann sie euch natürlich nicht zeigen, weil ich sie pixeln müsste, die Fotos zurückzulassen. Das ist wirklich unglaublich. Wo geht es hier hin? Ja. Schlafzimmer der Eltern. Und auch hier sind noch Berge von Kleidung. Nur komischerweise einfach so hingeschmissen. Seltsam. Hier oben sind wir fertig, also schauen wir mal unten weiter. So, dann schauen wir doch mal. Wow! Vollkommen unberührt. Das wird hier wohl das Wohn- und Esszimmer sein. Esszimmer natürlich hier und hinter mir nochmal. Aus 2006 dann auch üblich noch, ne? Ein alter Röhrenfernseher. Die beiden Bereiche werden hier durch so eine Art Tresen getrennt, wo wir zum einen noch eine Stereoanlage drauf haben und irgendwas fürs Kind. Könnte vielleicht Bettwäsche sein oder so. Dann haben wir hier so einen Heimtrainer und dann natürlich den Wohnzimmerschrank. Und ich weiß, ich muss das, wahrscheinlich muss ich das Bild komplett unscharf schalten.
Hier sind auf jeden Fall mehrere Fotos drin, kleine und große, hauptsächlich von Kindern. Nein, eigentlich ausschließlich von Kindern. In dieser Ecke hier steht noch ein Schrank. Das ist soweit nicht großartig erwähnenswert, denke ich. Aber das hier, das ist wirklich sehr merkwürdig. Ich meine, ihr seht hier die Hauseingangstür und dann Kisten oder Kartons, besser gesagt. Umzugskartons, würde ich sagen, die hier fast deckenhoch gestapelt sind. So, wir sind mit der Erkundung am Ende. Im Grunde genommen fehlt jetzt nur noch eins. Der Kühlschrank. Ich mache ihn jetzt auf. Tja, was soll man am Ende sagen? Es ist, ich sagte es ja schon, bemerkenswert. Hier ist so viel zurückgelassen und es macht den Eindruck wirklich von jetzt auf gleich los. Alles zurücklassen, vielleicht das noch mitnehmen, was man irgendwie in eine Tasche reinkriegen kann. Wirklich wie auf der Flucht. Und dann bleibt das hier alles zurück. Briefe, Fotos, Kuscheltiere, hier Spielzeug und alles Mögliche. Warum? Keine Ahnung. Dann auch noch die Kartons im Eingang, die irgendwie dann auf einen Umzug vielleicht hindeuten oder so etwas. Und auch der Kühlschrank ist dann so eine Sache, weil der war ja nicht voll. Wenn ich jetzt weiß, ich gehe irgendwie, ich muss weg morgen oder irgendwas, dann kaufe ich ja nicht nochmal großartig ein. Komisch. Wirklich. Was meint ihr? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare rein. Ein so unberührtes Haus, eine so unberührte Location, sehr, sehr selten. Und es hat wirklich Spaß gemacht, die zu erkunden. Also, bis zum nächsten Video. Ciao. Ich habe im Anschluss an die Aufnahmen über Monate versucht, irgendetwas zu diesem Ort herauszufinden. Ohne Erfolg. Es gibt keine Zeitungsartikel, Traueranzeigen, Ankündigungen zur Versteigerung, keine Berichte über Polizei- oder Feuerwehreinsätze. Es ist und bleibt mysteriös.